Ja, danke schön für die Worte und auch für die Einladung und heute Abend mit euch hier sein zu können und etwas mit euch zu teilen, was mir seit einiger Zeit total am Herzen liegt. Und das ist meine Begegnung mit den Kogi und was ich dort erlebt habe und was ich glaube, was das, ja, was uns alle beschenken kann oder was uns allen was mitgeben kann. Ich bin im Großen und Ganzen ja eine Art Zukunftsforscher oder beschäftige mich mit Zukunftsgestaltung. Also einfach die Frage, wie können wir unsere Zukunft anders, neu und vor allem lebendig gestalten? Die Kogi sind ein indigenes Volk, was im Norden Kolumbiens lebt, also in der Sierra Nevada de Santa Marta. Das ist ein Gebirge oben im Nordosten Kolumbiens an der Grenze zu Venezuela. Und das Besondere ist, dass es das Gebirge ist mit den höchsten Gipfeln der Welt in der Nähe vom Meer. Also direkt quasi vom karibischen Strand, 30 Kilometer entfernt, hat man Gipfel von fast 6000 Metern Höhe. Das heißt, man hat in sehr, sehr kurzer Geografie, hat man zwischen tropisch heißen Zonen bis hin zu gemäßigten Zonen bis hin zu Schnee und Eis eigentlich alle Klimazonen. Und dieses Gebirge nennen die Kogi, also ist ihre Heimat, nennen die Kogi das Herz der Welt. Wenn man aus dem Satellitenbild schaut, sieht dieses Gebirge wirklich aus wie ein Herz. Und die Kogi sagen, dass es deswegen eine ganz, ganz große Bedeutung für die Welt und für den Planeten hat. Und deswegen sie das bewahren. Sie selbst sehen sich als die Hüter dieses Herzens der Welt. Ich habe mich schon immer für indigene Völker interessiert und ich habe eben dann eines Tages gelesen, dass die Kogi nach Deutschland kommen. Ein Vertreter der Kogi in Frankfurt einen Vortrag halten wird und habe dann den Organisator kontaktiert und gefragt, ob sie noch einen Übersetzer brauchen für die Veranstaltung. Und der meinte, ja, brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen auch noch einen Schlafplatz. Und dann haben die Kogi am Ende bei uns zu Hause übernachtet und so haben wir uns kennengelernt, langsam angefreundet, Vertrauen gewonnen, bis dann irgendwann die Einladung kam, zu ihnen in ihre Dörfer zu fahren und sie dort zu besuchen in ihrem Land. Die Kogi sind zu 97%, würde ich mal sagen, haben sie wenig bis keinen Kontakt zur Außenwelt. Sie sind aber sehr schlau und haben verstanden, dass sie 3% ausbilden müssen in unseren westlichen Lebensweisen und Formen, und es gibt Rechtsanwälte und so weiter, um diese 97% zu schützen. Das heißt, es gibt sogenannte Außenminister quasi, die auch das Land verlassen, die auch rumreisen, die auch ja, die Sache der Kogi vertreten. Die Kogi sind eine der wenigen, wenn nicht vielleicht sogar die einzige wirkliche Gesellschaft im Sinne von Hochkultur, die es geschafft hat, ihren präkolumbianischen Zustand, das heißt von der Kultur, von der Sprache, von der Art, wie sie die Dinge zu tun, zu wirklich einem sehr großen Teil zu erhalten. Also ich würde sagen, mindestens 80%. Und das ist halt einfach so spannend für uns, weil es uns eine dieser wenigen Inseln offenbart, die es heute noch gibt, jenseits dieser globalen Moderne, die ja mit ihren Denkweisen und den ja, Gedanken und Seinsformen einfach immer weiter um sich greift. Auf den ersten Blick sind die Kogi ja sehr anders als wir. Sie leben in ihrer Umgebung, in der Natur als Naturvolk, haben ganz andere Rahmenbedingungen, leben nicht in Städten, haben kein Geld, keine Wirtschaft im Sinne der Industrie wie wir. Aber die Kogi haben insofern einen Wert, dass sie uns Gedanken mitgeben können, dass sie uns Teile ihrer Kultur mitgeben können, die uns wieder erinnern an Aspekte, die wir vielleicht lange, lange vergessen haben. Die Kogi haben es geschafft, durch diese besondere Geografie des Gebirges, in dem sie leben, eben eine Art Mentalitätstresor darzustellen und eine Sichtweise auf die Welt, eine Perspektive auf das Leben zu bewahren, die eben im Rahmen der globalen Moderne, gerade auch der urbanen Moderne, eben hauptsächlich verloren gegangen ist. Und das ist auch das, was die Kogi uns mitgeben können, woran sie uns wieder erinnern können, woran sie durch die Art, wie sie leben in ihrem Kontext, uns wieder sagen können, okay, wie können wir das für uns übertragen? Was könnte das für uns bedeuten in unseren Begebenheiten, in Unternehmen, in Organisationen, in der Art, wie wir halt nun mal alle heutzutage modern leben? Die Kogi sind ungefähr 30.000 Menschen, die verteilt auf verschiedenste Dörfer leben und haben drei Nachbarvölker, drei Nachbarstämme, mit denen sie zusammenleben. Das sind die Arhuaco, die Wiwa und die Kankuamo, die, ich sag mal, eine doch unterschiedliche, aber schon in großen Teilen auch ähnliche Kultur haben. Insgesamt sind es ungefähr 100.000 Menschen. Und das ist schon, glaube ich, relativ
spannend auch für uns, weil es, ich sag mal, nicht einfach nur ein kleines, vielleicht noch unkontaktiertes Volk irgendwo im Amazonas oder sonst wo ist, wo man sagt, es sind vielleicht ein paar hundert oder wenige tausend Menschen, sondern schon eine gewisse Größe hat von einer Kleinstadt oder wie auch immer man das sagen möchte. Und deswegen die ganzen Prozesse, die Fragen, die sie sich stellen, natürlich für uns auch, die wir in diesen größeren Kontexten leben, auch einfach relevant sind. Man muss eine Sache verstehen, die Kogi geben einem nichts mit, was man konkret tun soll. Sie würden es, glaube ich, sogar als Beleidigung sehen, uns konkret zu sagen, was wir tun sollen. Sondern sie sehen ihre Aufgabe darin, etwas in uns zu erwecken, was dann wieder bei uns einen Erinnerungsprozess, einen vielleicht auch kreativen Prozess anregt, aus dem wir dann wieder Dinge anfangen zu kreieren, zu schöpfen und damit wieder anders einfach umzugehen. Die Kogi leben als Bauern, also es ist eine Landwirtschaft, die sie betreiben. Sie haben verschiedene Pflanzen, die sie anbauen, in Waldgärten auch. Also das ist für mich teilweise überhaupt nicht irgendwie unterscheidbar gewesen, den, ich sag mal, normalen Dschungel von ihren Gärten. Sie haben Tiere, die sie jetzt züchten, also kleine Schweine und Hühner und Truthähne und sowas. Das ist etwas Neues. Früher haben sie das nicht getan. Früher haben sie sich hauptsächlich von Fisch ernährt, als sie noch den Zugang hatten zur Küste als Proteinquelle in dem Sinne. Die letzten 500 Jahre der Kogi waren natürlich herausfordernd, um es mal so gelinde zu sagen. Mit der Ankunft der Spanier ist natürlich sehr, sehr viel von dem, was früher ihre Kultur, die Kultur der Terrona, wie die Vorfahren der Kogi hießen, einfach natürlich auch zerstört worden. Die Kogi mussten sich höher flüchten in die höheren Lagen des Gebirges, der Sierra Nevada de Santa Marta. Und gleichzeitig sagen sie, dass sie die Ankunft der Spanier haben kommen sehen, dass sie wussten, dass etwas sehr, sehr Massives passieren wird, was ihr Leben komplett durcheinander bringt. Und dann haben sie aber, als sie jetzt langsam in den letzten Zeiten wieder runtergekommen sind vom Gebirge, haben sie diese kleinen, komischen, roten Beeren auf einmal im tropischen Regenwald unten gefunden, die sie vorher nicht kannten. Also vor Jahrhunderten, als sie dort weggegangen waren, gab es diese Pflanze nicht. Und diese Pflanze ist der Kaffee. Denn Kaffee kommt ja ursprünglich aus Afrika und eigentlich in Südamerika auch nichts verloren. Und sie haben dann eben lange beraten, haben sich das angeschaut und haben festgestellt, dass eben die jüngeren Brüder und Schwestern, wie sie uns nennen, total verrückt sind nach diesen kleinen roten Beeren, die Kaffeekirschen sind. Und haben irgendwann auch festgestellt auf der anderen Seite, dass sie das Land, was ihnen in den letzten 500 Jahren abhanden gekommen ist, dass ihnen das niemand schenken wird. Sondern wenn sie das wiederhaben wollen, dann müssen sie es einfach kaufen. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, dass wenn sie diesen Kaffee einsammeln und verkaufen, dass sie dafür eben Geld bekommen, wofür sie das Land zurückkaufen können. Und deswegen haben sie gesagt, naja, ein Problem kommt immer mit seiner Lösung. Die Spanier haben im Rahmen ihrer Invasion, im Rahmen dieses Besetzen des südamerikanischen Kontinents, haben sie eigentlich, ohne es zu wissen, die Lösung für das Problem des verloren gegangenen Landes direkt wieder mitgebracht. Und das ist auch das, woran die Kogi jetzt arbeiten, dass sie eben diesen Kaffee anbauen und damit wieder Geld einsammeln, um wieder Land zurückzukaufen. Diese Grundgeschichte ist halt, dass sie sagen, die Welt besteht aus Bewusstsein, sie ist belebt, sie ist beseelt. Diese Weltsicht definiert eigentlich alles, was sie tun, in den täglichen Handlungen. Und ich glaube, viele von uns haben uns vielleicht auch schon mit ähnlichen Themen beschäftigt oder haben vielleicht auch ähnliche Ansichten. Ich auch. Ich habe mich auch schon vorher viel mit solchen Sachen beschäftigt. Und für mich war das Bewegende, zum ersten Mal in eine große Gruppe von Menschen zu kommen, also wie gesagt, fast 30.000 Menschen, die das nicht als Theorie, nicht als Philosophie, nicht als Gedankenexperiment betreiben, sondern für die das total realer, gelebter Alltag ist. Mit allen Konsequenzen, die das hat, für Dinge wie Nahrung, wie Häuser bauen, wie Kleidung herstellen, wie sie Gemeinschaften organisieren, wie sie Entscheidungen treffen. Mit diesen ganzen Aspekten, das hat mich eben sehr, sehr bewegt und mir ist sehr klar geworden, dass die Geschichten, die wir uns erzählen über die Welt, und das ist auch das, was die Kogi immer wieder betonen, dass die extrem wichtig sind und dass diese Geschichten die Grundlage von allem darstellen. Und die Frage ist, erzählen wir uns eben, wie ich eben angedeutet hatte, unsere Geschichte der, ich nenne es jetzt mal Trennung, also von dem, wir sind getrennt voneinander, wir sind getrennt von uns selbst, wir sind getrennt von der Umwelt. Oder erzählen wir diese Geschichte des, ich nenne es jetzt mal, wie die Kogi sagen, des Jigoneshi, das ist ihr Wort. Ich würde es übersetzen mit der eine Gedanke oder man könnte auch sagen, gemeinsam lebendig sein. Es ist so, dass die Kogi mich beauftragt haben, eben zu sagen, okay, wir möchten gerne, dass du eine Akademie gründest, einen Ort,
wo ihr wieder anfangt, die Dinge zu erinnern, wo ihr wieder euer Wissen sammelt, eure Weisheit sammelt, was wieder ein Ort der Forschung sein kann, des Entdeckens, des Entwickelns, des Wiedererinnerns an dessen, was wir vielleicht mal hatten. Und wir haben einen Verein gegründet, der heißt Lebendige Zukunft e.V. Und das ist der Verein, der momentan mit dem Aufbau dieser Akademie betraut ist und darin tätig ist. Diese Frage, ja, wie gestalten wir die Zukunft so, dass wir gut leben können? Dass wir das einfach wieder in den verschiedensten Lebensbereichen uns wieder aneignen, sei es Nahrung, sei es Architektur, sei es Gemeinschaftsbildung, sei es Organisation, sei es Spiritualität, also alle Bereiche, die relevant sind, halt einfach für unser Leben als Menschen, dass dort wieder geschaut werden, was sind lebendige Ansätze, was sind Ansätze, die wirklich, wie der Name des Vereins ja auch schon sagt, in eine lebendige Zukunft führen. Ja, ich denke, der erste Schritt ist, erstmal die Weisheit der Kogi, die Worte der Kogi so in sich reinsinken zu lassen und zu schauen, ob sie was mit unserer Perspektive auf die Welt macht. Das heißt, auch da kann ich jetzt nicht sagen, tu dies oder tu jenes, fahr weniger Auto oder mach das oder mach jenes, weil so einfach ist es nicht. Denn der Punkt ist, dass wir die Welt, wie wir sie ja aufgebaut haben, die beruht ja auf ganz, ganz viel auf Substitution, auf Kompensation, eben für nicht erfüllte ursprüngliche Bedürfnisse, wo wir nicht in Kontakt mit uns selber sind, nicht in Kontakt mit anderen Menschen sind. Und da können uns die Kogi, glaube ich, Vorbild sein, wirklich zu sagen, wie stellen wir wieder diesen Kontakt her? Denn wenn wir versuchen, einfach auf dieser, ich sag mal, auf der Symptomebene, auf dieser Kompensationsebene irgendwas zu ändern, das führt leider zu überhaupt nichts. Oder wenn, nur ganz kurzfristig. Ich will was verändern im Leben. Ja, das ist wunderbar. Aber das heißt erstmal wirklich so, diese Veränderung muss quasi aus dem Sein herauskommen, aus dem, wer wir wirklich, wirklich sind. Die Kogi geben uns keine mechanischen Wenn-Dann-Anweisungen. So, wenn du dies tust, dann wird das besser. Weil so einfach ist es nicht. Sondern dieses, was man wirklich tun kann, ist diesen Kontakt zu intensivieren, zu pflegen, zu sich selber, wirklich sich zu schauen, was macht mir Freude, wo fühle ich mich in Verbindung und gleichzeitig auch, wo fühle ich mich nicht in Verbindung. Und das ist zum Beispiel was man dann damit auch aufhören kann, wenn man sagt, okay, das ist eigentlich was nicht lebendig ist, was sich nicht lebendig anfühlt. Und uns mehr dahin zu begeben, die Kontexte, die sich wirklich lebendig anfühlen. Dieses Lebendige wieder ins Zentrum unseres Handelns und Denkens zu rücken, ist eben genau das, was eben über diese Kontaktaufnahme wieder entsteht. Ja.